Weltnotfall, Weltklima. Im Deutschen haben wir ja Probleme mit diesem Begriff Notfall, Notstand. Im Englischen ist es ganz einfach, da heißt es eben einfach Climate Emergency. Ja? Und das ist ja inzwischen ein Begriff geworden, der die Klimapolitik weltweit bestimmt. Und ich will eben auch erläutern dann, dass es tatsächlich eine Notfallsituation ist, in die wir uns hineinmanövriert haben. Und ich beginne mit einer Erinnerung an das Jahr 2017. Es passieren so viele Klimafolgen, dass man sich eigentlich gar nicht mehr erinnern kann, aber ich will es Ihnen ins Gedächtnis zurückführen. Das war ein ganz besonderes Ereignis. Das war der Tropensturm oder vielmehr der Hurricane Harvey, der so 3, 4 Tage über Houston, der texanischen Metropole, verweilt hat, was mit der Erwärmung der Karibik natürlich zusammenhängt. Und was da passiert ist, dort, wenn Sie sehen, 40, dann sind es Inches, da sind in ganz kurzer Zeit ist 1 Meter Niederschlag gefallen. Man muss sich das vorstellen. Also ein ganzer Meter. Man sah dann Bilder, das Zentrum völlig überschwemmt und, und. Und das sind Ereignisse, die einfach jeder Stadtplanung natürlich spotten. Das heißt, wir sind eingetreten in eine Phase, wo die Naturkräfte sich gegen uns wenden und wo wir völlig neu denken müssen, wie stoppen wir diese Entwicklung, ist das eine, wie passen wir uns an die Dinge, die wir nicht mehr vermeiden können. Und ich habe damals im Jahr 2017 einen Vortrag gemacht, der hieß eben das Annus Horribilis, das schreckliche Jahr. Und da waren so die ganzen Ereignisse, die Zeichen an der Wand aufgelistet, die Rekordstürme wie Irma, die Niederschläge in Houston, Hitzewellen, Waldbrände in Kalifornien. Und das alles ist schon wieder übertrumpft worden, weitestgehend hier von dem Jahr 2020. Und das ist hier rechts aufgelistet, wo zum Beispiel eine Rekordanzahl von tropischen Wirbelstürmen im Atlantik aufgefunden wurde, gemessen wurde und zum Beispiel eben auch die wärmste Temperatur auf den Kontinenten jemals im Death Valley, nahezu 55 Grad Celsius. Jetzt beziehe ich mich auf das letzte Jahr. Was Sie hier links sehen, ist eben einfach die Temperaturanomalie, wie wir das nennen, nämlich die globale Mitteltemperatur gemessen relativ zu den 5 Jahrzehnten 1850 bis 1900, was wir generell als vorindustrielles Niveau bezeichnen. Und Sie sehen, dass zusammen mit dem Jahr 2016 und 2020 Rekordjahr war. Dieses Jahr wird ein bisschen kühler werden, weil wir eine La Niña-Situation im Pazifik haben. Und die Abweichung der Anomalie beträgt 1,25 Grad Celsius schon. Auf die Tropenstürme bin ich schon eingegangen und die haben eben damit zu tun. Und diese Grafik, wenn Sie vielleicht noch nicht gesehen haben, ist ganz wichtig. Die zeigt Ihnen einfach, wo die Zusatzwärme hingeht, die wir jede Sekunde importieren durch den verstärkten Treibhauseffekt. Dadurch, dass wir das Niveau von CO2 in der Atmosphäre angereichert haben, wird mehr Energie von der Sonne aufgenommen, als wieder abgestrahlt wird. Das ist eben der berühmte Treibhauseffekt. Damit Sie sich vorstellen können, wie groß die Importenergie ist, entspricht jeder Sekunde der Explosion von 4 Hiroshima-Bomben. Jede Sekunde. Das ist der Energieüberschuss, das ist die Imbalance, die wir im Augenblick haben. Und jetzt ist natürlich die große Frage, wo geht die Energie hin? Und wir reden alle von der Erwärmung der Erdatmosphäre, aber wenn Sie auf dieses Bild schauen, ganz unten, was Sie da sehen, dieser dünne lila Streifen, das ist die Energie, die in die Erwärmung der Atmosphäre geht. Das sind weniger als 2%. Mehr gehen schon in die Kryosphäre, also in die Eisschilde, um die zu schmelzen. Dann kommt die Landoberfläche sozusagen, also der Boden, der eben auch erwärmt wird. Und fast alles, über 90%, geht in die blauen Schichten, nämlich in den Ozean. Und zwar bis tief hinunter, unter 2000 Meter. Und was sich also aufbaut im Augenblick, ist eine ungeheure Wärmeblase in den Ozeanen.
Und Sie wissen ja, Wasser hat eben eine entsprechende thermische Kapazität, kann Wärme sehr lange halten. Mit anderen Worten, was wir im Augenblick aufbauen unter der Meeresoberfläche, ist ein Wärmereservoir, das wir über viele Jahrhunderte nicht mehr loswerden. Ne? Also in der Tiefe spielt sich eigentlich ein unglaubliches Drama ab im Augenblick. Und ab und zu spüren wir das in der Atmosphäre, wo es eben dann auch mal kühlere Jahre gibt. Aber dieses Wärmereservoir, dieses Hitzereservoir unter der Meeresoberfläche, das ist das, was Klimaforschern schlaflose Nächte bereitet. Dann 2015 war nicht nur das Jahr, wo ich die Ehre hatte, an der Enzyklika Laudato Si teilzunehmen, sondern später im Jahr war das Pariser Abkommen. Da sehen Sie die Triumphgeste am Schluss der Konferenz und dort wurde quasi völkerrechtlich beschlossen, darauf komme ich dann auch gleich wieder zurück, die Erderwärmung deutlich unter 2 Grad zu halten und wenn möglich sogar auf 1,5 Grad zu beschränken, was ein ungeheuer schwieriges Unterfangen ist. Und warum diese 1,5 bis 2 Grad? Und das hat tatsächlich zu tun mit einer Thematik, an der ich auch nicht ganz unschuldig war, nämlich diese Theorie der Kippprozesse im Erdsystem. Hier sehen Sie diese Grafik, die inzwischen berühmt geworden ist. Es entstanden bei einer Vorlesung, die ich in Oxford im Jahr 2001 gehalten habe. Und das sind gewissermaßen die lebenswichtigen Organe der planetarischen Maschinerie, der Biosphäre, wenn Sie so wollen, aufgezeichnet. Also die großen Eisschilde natürlich, die großen Ökosysteme wie der Amazonas-Regenwald, die Zirkulationsmuster im Ozean, also Golfstrom oder eben der Jetstream, über den ich gleich sprechen werde, ein Starkwindband hoch über unseren Köpfen, 10 bis 12 Kilometer über der Erdoberfläche. Und wenn diese Organe verändert werden durch die Erderwärmung in ihrer Funktionalität, wenn sie vielleicht sogar absterben, dann verändert sich unsere globale Umwelt fundamental und dann werden die Grundlagen unserer Zivilisation zerstört, nicht? Und die Frage ist, wann geschieht das? Wann passiert das Organversagen, wenn ich auf dieser Karte mich bewege? Dazu einige Impressionen. Die Eisschilde schmelzen, auch hier wieder eine Zahl, die wirklich bestürzend ist. Der grönländische Eisschild hat im Jahr 2019 pro Minute 1 Million Tonnen Eis verloren. Pro Minute. Und wenn Grönland komplett abschmilzt, dann erhöht sich der Meeresspiegel um 7 Meter. Das führt übrigens dazu, das Abschmelzen des grönländischen Eisschildes, das Meersüßwasser in die Labrador See gelangt und damit wird der Golfstrom, den Sie hier sehen, also die warme Oberflächenströmung, die kalte Tiefenströmung, wird der Golfstrom abgeschwächt. Das würde dazu führen, dass sich die klimatischen Verhältnisse in Mitteleuropa verändern würden. Dann will ich Ihnen den Jetstream einfach noch mit zeigen, was der für unser Wetter, auch für das Wetter in Bremen, eine enorme Bedeutung hat. Das ist diese Starkwindbahn 200, 300 Stundenkilometer von Westen nach Osten. Und Sie sehen, dass es hier über Nordamerika große Wellen schlägt auch. Das Bild wird jetzt gleich stehen bleiben und wir sehen dann eine große Welle, die hier von Süden nach Norden reicht, eine sogenannte Rossby-Welle nach einem skandinavischen Meteorologen benannt. Wenn so eine Welle ortsfest bleibt, stellen Sie sich vor, diese Welle bleibt 6 Wochen lang so stehen und transportiert ununterbrochen heiße Luft aus Mexiko bis in die arktischen Gefilde, dann haben Sie das, was man eine Extremwetterlage nennt. Das macht uns eben große Sorgen. Der Jetstream wird angetrieben von der Temperaturdifferenz zwischen der arktischen Luft und der gemäßigten Luft. Aber da die Arktis sich dreimal so schnell erwärmt wie der Rest des Planeten, wird diese Temperaturdifferenz geringer. Damit wird der Jetstream sozusagen schwächer, schlaffer und bildet mehr dieser Kurven aus, dieser Wellen. Sie sehen das hier, das war im Jahr 2018 rechts, da gab es ein starkes Meandern, dieses Jetstream. Und je nachdem, welche Richtung die Ausbuchtungen nahmen, gab es eben Hitzewellen, wie hier in Skandinavien, oder eben starke Niederschläge wie in den USA.
Herr Schellnhuber, Entschuldigung, Ihr Ton knistert ein bisschen. Vielleicht können Sie einmal schauen, ob. Ja, tatsächlich. Ich kann versuchen nochmal, aber das würde dann wahrscheinlich. Zur Not müssen wir damit leben, aber. Ich kann es nochmal versuchen, aber. Sie. Ist es schwer zu verstehen oder? Es geht, es ist so ein Begleitknistern, sage ich mal. Das ist wahrscheinlich mein Computer, der schwer arbeitet. Also besser kriege ich es wahrscheinlich nicht hin im Augenblick. Okay, Okay. und würde mal versuchen, trotzdem es fortzusetzen. Sonst wüsste ich nicht, was ich im Augenblick tun kann, weil bei mir hört sich alles normal an. Also wie auch immer, sonst müssen Sie mir noch mal eine Meldung geben, wenn es also unerträglich wird. Also es geht darum, dass die Veränderung der Erdtemperatur eben nicht nur sich auswirkt, indem es wärmer wird und wir eine größere Niederschlagsneigung haben, sondern es organisiert sich eben die Atmosphäre auch um mit entsprechenden Folgen. Amazonas Regenwald, da machen wir uns besonders Sorgen, dass das Ganze kippen könnte. Im Augenblick gehen wir davon aus, wenn 15 bis 20% Entwaldung bereits passiert ist durch Straßenbau und dergleichen, dann ist es so, dass das ganze System kippen könnte in eine Steppe, sogar in eine Savannensteppe. Ich schaue gerade, ob ich vielleicht nochmal mein Mikrofon verbessern könnte, aber ich glaube, mehr kann ich nicht tun. Los ist gut, prima, jetzt kann man sie gut hören. Ist es besser jetzt? Ja, es ist besser, danke. Okay, ich habe nochmal nachgeschärft bei meinem Mikrofon, dem eingebauten. So, dann hoffe ich, dass ich nicht alles nochmal neu erzählen muss, dass Sie das meiste doch hören konnten. Und wenn nicht, dann ist der zweite Teil auch spannend. ja, was Sie hier sehen, diese Karte, das ist jetzt nochmal sehr, sehr wichtig. Das ist eine Publikation, die wir vor ein paar Jahren gemacht haben. Sieht erst sehr kompliziert aus. Aber was Sie hier sehen, sind die Fehlerbalken, wo wir für die einzelnen Kippelemente glauben, dass eben das Umkippen passieren würde. Ganz links, Weiß heißt Western Arctic Ice Sheet, dann haben Sie, sehen Sie Grönland. Sie sehen vertikal die Temperatur aufgetragen, also Erderwärmung. Die gebundene Linie drunter ist die Erdtemperatur seit der Eiszeit der letzten, wo wir also dann vor 11.000 Jahren relativ stabiles Klima bekamen. Rechts sehen Sie die verschiedenen Szenarien. Das sehen Sie, wenn alles gut gehen würde, das grüne Szenario, würden wir knapp unterhalb 2 Grad Erderwärmung stoppen und dann etwa bei 1 Grad Erwärmung über die nächsten Jahrhunderte weiterfahren, das Ganze. Leider befinden wir uns im Augenblick auf der dunkelroten Linie. Wenn Sie jetzt dann von darüber gehen nach links, sehen Sie, das würde eine Erderwärmung von 8 Grad im Jahr 2500 entsprechen. Und dann sind aufgetragen die Fehlerbalken, wann die verschiedenen Elemente kippen sozusagen. Und einige davon wahrscheinlich schon bei 1,5 bis 2 Grad, etwa die Korallenriffe. Andere, wie der Amazonas Regenwald, vielleicht erst bei 3 Grad. Ostantarktis gingen wir bis vor kurzem davon aus, erst bei 5, 6, 7 Grad. Aber auch da gibt es neue Publikationen, erst letzte Woche zwei, die zeigen, dass das schon bei 3 Grad passieren könnte. Und wir werden dann auch zeigen, was geschieht, wenn all diese Elemente wirklich kippen. Das kann ich überspringen. Es gibt dann diese Kaskaden, wenn Sie irgendwo so ein Element kippen, dann gibt es so eine Art Dominodynamik. Und dann kann sein, dass diese Elemente sich verschwören zu einer Kollektivdynamik, die uns dann in eine veritable Heißzeit treiben könnte. Dazu haben wir 2018 veröffentlicht auch. Das heißt, möglicherweise geschieht das Folgende. Wir rechnen genau aus, wie unser Grundstoffbudget noch ist, um die 2-Grad-Linie zu halten. Wir schieben das System sozusagen 2 Grad nach oben. Und dann bleibt es aber nicht einfach sitzen an diesem Ort, sondern macht sich selbstständig und rutscht uns in eine Eiszeit weg. Ob so etwas geschehen kann, kann kein Wissenschaftler
im Augenblick beantworten. Aber das ist gerade keine beruhigende Aussage. Ich will Ihnen zeigen, was geschieht, wenn wirklich der ostantarktische Eisschild aufschmelzen würde. Dann würden die Küstenlinien von Europa so aussehen. Bremen werden Sie nicht wiederfinden in diesem Fall. Auch ein großer Teil von England würde verschwinden. Das heißt, das Brexit-Problem hat sich dann auch erledigt. Und übrigens auch das Krim-Problem. Das ist eine bittere Ironie, die man hier verwendet. Texas würde weitgehend verschwinden. Massivst würde sich das in Südostasien auswirken. Also quasi jede große Stadt, die wir heute auf dem Schirm haben, wie Kolkata oder Mumbai, Hongkong, Manila, Kuala Lumpur, Singapur, all das würde in den Fluten versinken. Das ist natürlich ein Prozess, der sich sehr, sehr lange vollziehen würde. Aber überlegen Sie, Sie sind Stadtplaner und wissen, dass die Kapital Ihres Landes verschwinden wird. Was entscheidet man dann? Es ist ein ethisches Dilemma, das dann entsteht. Und dann werde ich Ihnen auch noch zeigen, eine Karte, die vielleicht von allergrößter Bedeutung ist. Es ist ausgerechnet worden 2017 in einer Arbeit in Nature Climate Change, wann die thermoregulatorischen Kapazitäten des menschlichen Körpers überschritten wären, bei welcher Kombination von Außentemperatur und Luftfeuchtigkeit, sodass man nicht mehr als ein paar Stunden überleben kann im Freien. Nicht? Und wenn Sie rechts unten schauen, das ist dieses Szenario, das ich Ihnen vorhin zeigte, das Dunkelrote, wo wir eine Erderwärmung irgendwann von 8 Grad bekommen, dann ist eingetragen durch die Farben, wie viele Tage im Jahr man jenseits dieser regulatorischen Schranke wäre. Und dort, wo es dunkelrot ist, wir sehen, das sind große Teile von Südamerika, von Afrika, die großen Sunda-Inseln und so weiter. Überall, wo es dunkelrot ist, herrscht quasi das ganze Jahr durch dann eine herrschen Verhältnisse, Luftfeuchtigkeit, Temperaturverhältnisse, dass der Mensch im Freien nicht überleben kann. Das heißt, unterm Strich, ganz nüchtern gesagt, diese Regionen wären unbewohnbar. Im Augenblick leben etwa 2 Milliarden Menschen dort. So, jetzt haben wir in einer Arbeit in Nature im November 2019 mal abgeschätzt, nochmal zu diesen Kippelementen, was Stand der Sache ist. Und dann haben wir eine Formel eingeführt, die ich Ihnen jetzt noch ein bisschen genauer erklären will. Nämlich, wenn man quantifizieren will, was Klimanotstand ist. Und wir wissen, wie Versicherer Risiko bewerten. Risiko R ist Schadenshöhe meiner eigenen Wahrscheinlichkeit, also Wahrscheinlichkeit eines Vulkanausbruches zum Beispiel. Wenn die Wahrscheinlichkeit P 1 ist, dann ist es sicher, dass es eintritt, kommt vor allem auf die Schadenshöhe an. Wenn Sie aber jetzt mit Controllern sprechen, also zum Beispiel Fluglotsen, die im Tower eines Flugplatzes sitzen, dann wird die Dringlichkeit ausgerechnet, U, als die Reaktionszeit, die man braucht, um eine Katastrophe zu verhindern, zum Beispiel Zusammenstoß von 2 Flugzeugen, die auf Kollisionskurs sind, geteilt durch die Interventionszeit, das heißt die noch verbleibende Eingreifzeit. Und wenn die Eingreifzeit gleich der Reaktionszeit ist, dann verlieren Sie die Kontrolle. Wir haben das mal angewandt, dann tatsächlich auf die Klimasituation. Und das Ereignis wäre etwa eine 4 Grad Erwärmung bis zum Jahr 2100, was mit einer Wahrscheinlichkeit von vielleicht 10% eintreten wird. Die Schadenshöhe können Sie selbst ausrechnen. Die liegt irgendwo zwischen 100 Billionen und dem Verlust der menschlichen Zivilisation, was ich nicht mehr quantifizieren kann. Die Reaktionszeit, um das abzuwenden, sind etwa 22 Jahre noch. Wir müssen nämlich die Weltwirtschaft dekarbonisieren, komplett bis zum Jahr 2040. Das ist das, was wir Wissenschaftler der Politik immer wieder sagen, nicht bis zum Jahr 2050 und in Deutschland ohnehin, Dekarbonisierung bis 2040. Und ja, die Zeit, die wir also noch haben, ist eben auch nur 20 Jahre, vielleicht 30 Jahre in diesem Fall. Wenn wir wirklich bis 2040 dekarbonisieren wollen,
dann müssten wir genau jetzt anfangen und es eben in 20 Jahren zu Ende bringen. Das heißt, wie immer man jetzt das Ganze definiert, der Klimanotstand existiert bereits. Wir müssen von jetzt an quasi in eine Notstandsklimapolitik eintreten. Und es ist kein Zufall, dass gerade jetzt sich das oberste Gericht in Deutschland, das Bundesverfassungsgericht, dieser Thematik beschäftigt hat. Wenn Sie die Begründung lesen, werden Sie sehen, dass genau diese Frage der Kippprozesse, der Kippkaskaden mit für die Begründung, also für die Faktenbewertung, eine große Rolle gespielt hat. Und das entspricht in der Tat den Einsichten der Wissenschaft. Das heißt, dieses Gesetz ist evidenzbasiert und es trägt dem Notstand der Notfallsituation tatsächlich Rechnung. Unmittelbare Folge ist, dass das Klimaschutzgesetz jetzt nachgebessert werden muss, vor der Bundestagswahl, vermutlich eben auch nach der Bundestagswahl. Und dass eigentlich dann alle Länder, Bundesländer und auch alle Kommunen im Grunde genommen ihre Klimapolitik neu ausrichten müssen. Was ist zu tun? Ich hatte vorhin schon gesagt, und das ist der letzte Teil meines Vortrags, wo ich auf eine spezielle Lösungsmöglichkeit hinsteuern will, die möglicherweise für die Stadt Bremen auch von Interesse ist. Wir müssen also dekarbonisieren. Meine Kollegen und ich haben so eine Faustformel letztendlich ins Spiel gebracht. Jede Dekade Halbierung der Emissionen, also weltweit bis 2030 um 50%, dann wieder halbieren, also 75%. Spätestens 2050 quasi auf Null. Aber, und das ist jetzt eben ganz wichtig, das Ganze geht nur auf, wenn die Kohlenstoffsenken, natürliche Senken geschützt werden und möglicherweise zusätzliche Senken geschaffen werden. Das heißt, Klimaneutralität allein wird nicht reichen. Wir brauchen Klimanegativität, wenn Sie das so wollen. Und das ist jetzt das Thema, das ich zum Schluss noch ansprechen werde, und mit Altrups werden es auch angesprochen. Die gebaute Umwelt, das ist das, was ich den Elefanten im Klimaraum nenne, weil nämlich 40% der globalen Emissionen durch Errichten, Betreiben und Abreißen von Gebäuden entstehen. Abfallvolumen in entwickelten Ländern, 55% zum Beispiel in Deutschland. Das ist der größte Faktor in der Umweltgleichung und der ist der am wenigsten beachtete. Aber wie sagte Bertolt Brecht einmal, wenn die Dummheit riesengroß wird, wird sie unsichtbar. Und so ist das eben mit der gebauten Umwelt. Und auch für mich ist das erst in den letzten Jahren wirklich deutlich geworden, dass wir hier ran müssen. Und wir haben dazu eine Arbeit veröffentlicht, in Nature Sustainability, erst letztes Jahr, Buildings as a Global Carbon Sink. Die Grundidee will ich Ihnen ganz kurz schildern. Wenn wir eine Stadt errichten und es werden ja weitere 2 Milliarden Menschen mindestens auf diesem Planeten ankommen, die untergebracht werden müssen. Wenn wir für die Städte errichten, Häuser aus Stahlbeton, dann werden ungeheure Mengen an Treibhausgasen frei dabei. Die fossilen Energien, die eingesetzt werden, aber vor allem durch die Zementproduktion selbst, durch die Stahlproduktion selbst. Wenn wir stattdessen jetzt aus biologischen Materialien, organischen Materialien bauen würden, insbesondere Holz oder auf der Südhalbkugel Bambus, dann würden wir nicht nur Emissionen vermeiden, sondern wir würden sie sogar wieder gut machen, historische Emissionen. Weil wenn ein Baum wächst, ein Bambusstrauch wächst, dann wird durch die Photosynthese CO2 gebunden. Je mehr CO2 in der Luft, desto besser wachsen diese Gebilde. Und wenn ich das Ganze nicht verbrenne wieder und schon gar nicht abholze, sondern dann in Baumaterialien umwandle, sofort wieder nachpflanze, dann erzeuge ich quasi eine zivilisationsgesteuerte, gewaltige Kohlenstoffsenke. Das ist im Grunde genommen ein Königsweg zum Klimaschutz. Und ich würde sogar sagen, wenn diese Bauwende nicht gelingt zum organischen Bauen, dann haben wir keine Chance, die 1,5 Grad Grenze zu halten, wahrscheinlich nicht mal die 2 Grad Grenze. Wenn wir das aber tun, dann können wir sogar einen Teil der historischen Sünden wieder gut machen. Das ist also die Lösung, die ich im Augenblick versuche,
zu propagieren und zu erklären. Ein Beispiel zur Illustration. Wenn diese 2 Milliarden Menschen jetzt, die zusätzlichen, in Gebäuden untergebracht würden, die zu 90% aus Stahlbeton erzeugt sind, dann haben sie etwa 70 Gigatonnen CO2 zusätzlich. Wenn das aber umgekehrt ist, diese würden im Wesentlichen aus Holz gebaut und 10% wäre Stahlbeton, dann würden sie fast komplett diese Emissionen vermeiden, aber sie würden nochmal 75 Gigatonnen speichern, also der Atmosphäre entziehen, und diese Häuser können ja viele Jahrhunderte stehen. Ne? Das ist tatsächlich ein Königsweg zum Klimaschutz. Ja, hier sehen Sie einfach schematisch, wie das passieren würde. Sie würden eben durch Einschlag Nutzholz erzeugen, würden sofort wieder aufforsten, würden dann das verbaute Holz auch wieder nutzen. Das kann man viele Male nutzen. Und es entsteht sowas wie eine, wie ich es hier nenne, Waldbaupumpe, die quasi aus den fossilen Energieträgern den Kohlenstoff in die gebaute Umwelt, in Städte, Dörfer, Infrastrukturen pumpt, die aber eben dann organisch gebaut werden und nicht mineralisch. Und das wäre im besten Sinn der Versuch, die Atmosphäre konstruktiv zu bearbeiten, und zwar auf der Basis eines komplett natürlichen Prozesses, nämlich der Photosynthese. Meiner Ansicht nach tatsächlich der Königsweg zum Klimaschutz. Jetzt wird sofort der Einwand kommen und wahrscheinlich auch in der Diskussion, und ich bin es inzwischen gewohnt, haben wir denn genügend Holz? Ja, im Augenblick ist der Holzmarkt überspannt. Letztes Jahr war dagegen der Holzpreis ins Bodenlose gefallen. Das Ganze hat eben 2 Seiten, diese Medaille. Einerseits, dass ich das Bauen grundsätzlich auf organische Materialien umstelle. Aber das andere ist, dass ich genügend Biomasse bereitstelle. Und das geht natürlich nur, wenn ich das tue, was ohnehin sinnvoll ist, nämlich degradierte Flächen aufforsten. Und dass das geht, haben die Chinesen gezeigt. Links sehen Sie das Lhasa-Plateau, das berühmte, im Norden Chinas im Jahr 2007 und jetzt dann nach den Interventionen im Jahr 2019. Und es ist so, dass man Ähnliches tun könnte, so utopisch es sich anhört. Sie sehen die Sinai-Halbinsel links, und wenn Sie genau hinschauen, werden Sie alte Flusssysteme da entdecken. Das heißt, die Sinai-Halbinsel war mal bewaldet, weitgehend, und es gibt ein Projekt, das wieder zu tun. Das hört sich, wie gesagt, sehr utopisch an. Aber im Grunde genommen könnte man mit relativ einfachen Maßnahmen die Niederschläge binden, die dort intensiv vorhanden sind, im Roten Meer und so weiter, und tatsächlich zu einer Wiederauffassung kommen. Ja. Das ist Teil eines Narrativs, das ich hier in der FAZ am 22. April in einem Essay vorgestellt habe, ein Bauhaus für die Erde. Ich habe eine entsprechende Initiative gegründet, die von sehr prominenten Personen unterstützt wird. Annalena Baerbock, meine Schüler, Monika Grütters, also ganz verschiedene Parteien, Künstler wie Volker Schlündorf, Olaf Eliasson und so weiter, Bundestagsabgeordnete Dirk Messner als Präsident des UBAS, Nathalie von Siemens, Unternehmerin und so weiter. Und das Ganze ist in Anlehnung an das Originalbauhaus in Weimar 1919. Genau 100 Jahre danach haben wir diese Initiative gegründet. Soll sowas wie ein Gesamtkunstwerk entstehen. Und es ist aufgegriffen worden als Idee, eine grüne Bauhausbewegung für Europa von Ursula von der Leyen. In ihrer Rede State of the European Union, 16. September letzten Jahres. Inzwischen gibt es einen hochrangigen Beratungskreis, dem ich auch angehöre, wo genau diese Thematik weiter diskutiert wird. So, und jetzt komme ich noch in meiner letzten Kurve zu Bremen in diesem Zusammenhang. Na, zunächst einmal Berlin. Berlin-Tegel hat einen Flughafen, der nicht mehr genutzt wird. Tegel, 8 Jahre lang hat man gewartet, dass man den Flugverkehr nach Schönefeld umlenken kann, ist jetzt endlich geschehen. Aber in der Zeit hat man im Prinzip nachgedacht, man will ein grünes Leuchtturmprojekt auf diesem riesigen Gelände errichten. Unter anderem ein großes Quartier mit 5000 Holzwohnungen, also Holzeinheiten in diesem Fall. Man will eine urbane Technologie Stadt errichten dort und so weiter.
Dabei spielt etwa das Thema Schwammstadt, Swamp City eine Rolle, das heißt, die Niederschläge sollen durch entsprechende Begrünung vor Ort gebunden werden, sodass man keine Stadtentwässerung dafür braucht und, und. Hochinteressantes Projekt, wo eben diese Bauhaus der Erde-Ideen dann eben auch umgesetzt werden sollen. Und das ist meine letzte Bemerkung. Wie wäre es denn, aber das Gelände ist sicher schon ganz anders verplant, aber ganz naiv die Frage gestellt, Regionalflughäfen, die man nicht mehr braucht. Was wäre denn, wenn man Ähnliches tun würde wie in Berlin, wenn man also regional ein Leuchtturmprojekt setzen würde, wo man zeigt, wie die Bauwende im 21. Jahrhundert funktionieren kann. Und das ist nur eine ganz naive Anregung. Ich bin sicher, dass das längst Spekulationsobjekt ist. Aber man kann ja auch über Spekulationen neu nachdenken. Also eine kleine Anregung nach Bremen. Und ich danke Ihnen erstmal für Ihre Aufmerksamkeit.